180 Punkte. Marco, das erste Mal dabei, EDF, wie gefällt es da? Also die Halle ist einfach fantastisch, die Stimmung ist super, es sind super Leiter und macht einfach richtig viel Spaß zum Spielen da. Du hast gestern, denke ich mal, schon ein oder zwei Bewerbe gespielt. Was hast du gespielt gestern? Also ich habe gestern Cricket gespielt, ist ganz gut gelaufen eigentlich. Sind vielleicht nochmal nachschauen, welches Ergebnis, also wie viel der Platz ich bin. Aber ist so vom Gefühl her ganz gut gerannt und ich freue mich schon am Jugendbewerb. Am Samstag. Das wird sicher ein Highlight für mich. Wie hast du dich vorbereitet auf die EDF? Mehr trainiert oder gleich wie immer? Ja, also ich habe mir zwei Wochen vor der EDF leider eine Schulterverletzung zugezogen. Zwar mein Training ein bisschen eingeschränkt, aber ich habe trotzdem versucht, dass ich so viel trainieren kann wie möglich. Einfach um das Selbstvertrauen zu haben für dieses Turnier jetzt da, was einen großen Stellenwert hat. Welches Ziel hast du gesetzt, bevor du herkommen bist? Ja, also in der Jugend möchte ich auf jeden Fall so weit kommen wie möglich. Im besten Fall natürlich Europameister. Stil-Wettbewerb hätte ich mir vorgenommen, eigentlich, dass ich mich fürs Hauptfeld qualifiziere. Und sonst einfach super Resultate haben und einfach Spaß haben. Noch eine entscheidende Frage zum Schluss: Stil-Dart oder E-Dart? Also mir macht Stil-Dart mehr Spaß, aber gerne spielen wir beides. Sehr gut, dann vielen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg die Woche. Danke.